Diesen Mann konnten wir 2022 in das Boot 3 sehen und 2023 in das Boot 4. Und ich freue mich, dass er heute zu Gast ist, Artyom Gils. Wie geht's dir und wo bist du? Grüß dich. Mir geht's gut. Dankeschön. Ich bin im hohen Norden, ich bin in Kloppenburg. Es ist sehr regnerisch. Wie man vielleicht, nee, sieht man gar nicht mehr auf dem Bild. Aber es regnet viel, wie sich's gehört. Und du bist, glaube ich, gerade zurück von den Dreharbeiten, ne, zu Staffel 4? Genau. Ich bin vor ungefähr anderthalb Wochen bin ich aus Malta wiedergekommen. Da haben wir quasi die letzten Tage gedreht. Auf Malta werden immer die Außenszenen gedreht vom Boot. Und kam aus 35 Grad Sonnenschein ins doch ein bisschen kühlere Deutschland. Es ist logisch für uns alle, du darfst natürlich nichts verraten über Staffel 4. Aber wer es tatsächlich bis hierhin geschafft hat, noch nie bei Das Boot die Serie reinzuschauen, was würdest du sagen, worum geht's da? Naja, ich würde sagen, jeder, der den Film, vielleicht hat die... Ich würde mal sagen, die Person, die den Film noch nicht gesehen hat, wahrscheinlich die Serie auch nicht gesehen. Aber Das Boot ist natürlich basierend auf dem Film, dem berühmten aus den 80er Jahren, Das Boot von Wolfgang Petersen. Darauf basierend ist eben eine Serie entstanden. Und zwar ist die so entstanden, dass man den Zweiten Weltkrieg erzählt und natürlich im Zweiten Weltkrieg eben U-Boote erzählt. Und die Serie hat aber das Schöne, dass es eben nicht nur diese Unterwasserkämpfe gibt, sondern eben auch einen Fokus quasi an Land passiert. Das heißt, man geht durch verschiedene Phasen dieses Weltkrieges und man geht auch in verschiedene Länder rein, was das Ganze irgendwie sehr, sehr spannend macht. Das war auch das, was mir gut gefallen hat, weil ich versuche eigentlich so ob Serien oder Filme zu meiden. Und als dann Das Boot Staffel 1 kam und eben klar war, okay, es gibt einen Handlungsstrang an Land, war ich doch sehr happy. Und mittlerweile waren auch schon sehr viele von euch, die ihr da vor der Kamera aktiv seid, hier zu Gast. Deswegen, ich verfolge das immer mal, was da so passiert. Und du spielst Alois. Oder Alois Erdmann? Alois Erdmann, genau. Was ist das für ein Mann? Ist der gut? Ist der nett? Also klar ist, natürlich ist der gut, ist der nett. Also Alois Erdmann ist ein Offizier auf dem U-Boot und wird eben eingeführt in Staffel 3. Wie viel darf ich denn jetzt spoilern? Ein bisschen darf ich schon erzählen, oder? Von Staffel 3, die ist ja mittlerweile schon draußen. Also Alois Erdmann wird auf dem Boot eingesetzt, in der es eine sehr junge Crew gibt, einen sehr jungen Kapitän. Und er hat eben die Aufgabe, diese Crew zusammenzuhalten und irgendwie so als Erfahrener seine Leute da zusammenzuhalten und irgendwie die Jungs dann zu motivieren. Das ist, würde ich mal sagen, genau, vielleicht relativ schnell zusammengefasst. Dann sag mir doch mal, was bei Erdmann für dich die schauspielerische Herausforderung ist. Weil als Zusehender sehen wir ja nur das Ergebnis, das ist gut. Ja. Aber ich frage mich, was hat dich so gekitzelt, dass du gesagt hast, bäm, den will ich spielen? Naja, am Anfang hat mich natürlich gekitzelt, beim Boot dabei zu sein. Also wenn man ganz ehrlich ist, einfach der bekannteste Film, der bekannteste deutsche Film im Ausland. Das ist natürlich ein wahnsinniges Privileg und wahnsinnig schön dabei zu sein, wenn es eben eine Neuauflegung gibt, auch wenn das Ganze als Serie ist. Und an Alois Erdmann hat mich ehrlich gesagt gereizt, mich eben... Ja, ich finde ja generell diese Zeit des Zweiten Weltkrieges sehr, sehr schwierig und den Faschismus sehr schwierig. Und eben sich damit auseinanderzusetzen, war der eine Anreiz, dann nochmal irgendwie tiefer reinzuschauen, wie das Ganze denn stattgefunden hat, welche Entscheidungen gefällt wurden, wie welche Entscheidungen gefällt wurden. Und vor allem, ehrlich gesagt, auch mal auf so einem U-Boot gewesen zu sein. Aber es war ganz krass, ich war mal als Kind mit meinen Eltern im Urlaub auf Mallorca und dann waren wir einmal in so einem U-Boot drin und das fand ich schon so faszinierend, wenn man irgendwie, da gab es sogar so Fenster und so, ja, dass man irgendwie mal rausschauen konnte und irgendwie so Fische sehen konnte. Das gibt's hier natürlich nicht und es war einfach echt krass, das mal zu erleben. So, und wir haben natürlich den großen Vorteil gehabt, dass es gut budgetiert ist und es gibt in Prag eben ein riesiges Studio, da sind die ganzen U-Boote nachgebaut, wirklich, also detailgetreu nachgebaut und man hat ein wahnsinnig tolles Gefühl und ich glaube, man kriegt vielleicht auch ein bisschen das Gefühl dafür, wie es ist, auf so einem U-Boot zu sein. Wie einengend das ist, wie bedrückend das sein kann, ja, was für eine Kameradschaft man irgendwie braucht, was für eine Freundschaft da irgendwie passieren muss, aber wie wahnsinnig, wahnsinnig herausfordernd das ist, irgendwo unter Wasser zu schwimmen, ohne was zu sehen, außer und man hört halt irgendwie nur so ein paar Töne. Genau, ich glaube, das waren so die Herausforderungen, mich da irgendwie mal reinzufuchsen. Und war dein Körper nach den Dreharbeiten im U-Boot sehr lediert? Man gewöhnt sich da relativ schnell dran tatsächlich, weil die Prozesse natürlich, also man hat quasi so einen Vorlauf mit einem Bootcamp. Wir hatten einen ganz tollen Betreuer auch. Der wird eben eingeführt und wird eben gezeigt, quasi wie die ganzen Prozesse da laufen. Ja, das muss natürlich auch sehr authentisch aussehen. Und mein Körper war zum Glück nicht lediert. Ich hatte ein paar Beulen, weil man sich doch das eine oder andere Mal den Kopf stößt am Anfang, weil man das nicht gewohnt ist. Man hatte diese Mütze dann auf und das U-Boot ist schon relativ klein. Und ich glaube, anfänglich gab es auch mal die Ansage, ich glaube in Staffel 1, dass Leute unter 1,50
unter 1,83 nur gecastet wurden. Und es hat auch schon einen Grund. Weil sobald du ein bisschen größer bist, dann haust du dir einfach den Kopf an. Das ist echt krass. Wir hatten Ray Stevens in Staffel 3, der von der Statur ja doch ein bisschen größer ist. Und es gibt so eine Szene, wo er irgendwie in ein Boot einsteigt. Und der ist einfach nicht durchgekommen. Also musste das quasi, das musste so umgeschnitten werden, beziehungsweise so umgemünzt werden auf ihn, dass er einfach schon im Boot drin ist, weil er einfach durch die Luke nicht durchkam. Also er kam oben nicht rein. Das war nicht möglich. Crazy. Bevor wir weiter über deine Erfolge vor der Kamera sprechen, lass uns mal darüber sprechen, dass es eigentlich fast Zufall ist, dass du vor der Kamera gelandet bist, oder? Der erste Weg war ja ganz klar Sport. Was hat dich, welche Sportart hat dich warum am meisten gerissen? Boah, der erste Weg war Sport, sagst du, das ist interessant. Ja, also mich hat gerissen ganz, ganz viel Kampfsport. Ich habe viel Kampfsport gemacht in meiner Jugend. Lag wahrscheinlich daran, dass ich ein sehr unruhiges Kind war, meine Eltern irgendwann die Schnauze voll hatten. Und dass ich den auf der Nase rumtanze und mich zum Sport gegeben haben. Aber warte, wenn du den da schon auf der Nase rumgetanzt bist, dann war es ja nicht so klug, dass sie dich zum Kampfsport geschickt haben. Doch, eben schon, weil ich mich dann natürlich ausgepowert habe. Weißt du? Und die Energie dann loswerden konnte. Dann war ich irgendwie auch ein bisschen ruhiger zu Hause. Ey, und du warst immens erfolgreich, ja? Verschiedene nationale und internationale Meisterschaften hast du gewonnen. Und trotzdem hast du irgendwann gesagt, ciao, miau. Warum? Ich habe das nie als Beruf gesehen. Es war für mich immer nur ein... Also es ist mir immer noch wahnsinnig wichtig, Kampfsport. Und es ist irgendwie, war mein Leben, ist mein Leben und hat mich wahnsinnig geprägt. Aber ich habe es nie als Beruf gesehen. Also es ist mir irgendwie nie in den Sinn gekommen. Und hätte danach ja eigentlich Wirtschaft studiert, weil ich irgendwie in die Richtung wollte. Und habe im Wirtschaftsstudium erst entdeckt, dass ich irgendwie ganz gerne vor der Kamera stehe. Ja, und bin dann nochmal umgeschwärzt. Aber wie? Du hast vor allem, jetzt könnt ihr denken, vielleicht hat er ja in Frankfurt am Main Wirtschaft studiert. Nein. Cambridge und Berlin, International Business. Und dabei hast du festgestellt, okay, das macht hier so viel Spaß, ich will Schauspieler werden. Yeah, ja, also es lief halt so, ich habe irgendwann, wie gesagt, diesem Studium bin ich angefangen und habe dann, um mir das Studium zu finanzieren, habe ich mich irgendwann mal bei so einer People-Agentur angemeldet, um irgendwie halt Werbung zu drehen. Ja, und ich gedacht habe, so geil, ey, easy, gleich verdientes Geld, warum nicht? Ja, nehme ich mit. Und dann hat es irgendwie ein paar Mal geklappt mit so ein paar Castings und ich habe echt gepeilt, dass ich da ganz gerne vor der Kamera stehe und dann ich dachte, okay, ich guck mir das Ganze mal ein bisschen an, habe mein Studium nicht abgebrochen, habe es irgendwie weitergezogen, habe dann in Berlin wirklich ganz, ganz so amateurhaft so Schauspielkurse in der Volkshochschule belegt. Ich dachte so, schau ich mir mal an. Die waren natürlich für einen Amateur wäre es natürlich super gewesen, aber das war natürlich absoluter Quark. Habe es dann irgendwie aber trotzdem verfolgt, weil mich das irgendwie nicht losgelassen hat. Und dann bin ich nach Kanada gegangen. Und bin da irgendwie beim Schauspiel eingestiegen. Ich bin dann so eine Community geraten, die irgendwie viel, viel gespielt haben und habe mich dann in so ein Schauspielstudio reingezogen und dann war ich irgendwie Feuer und Flamme. Ja, aber jetzt sag mir mal, du bist also in Berlin und von der VHS gibt es natürlich nur ein Ziel, die Robin Kay Acting Studio in Toronto. Wie bist du auf Toronto gekommen, sag mal? Naja, auf Toronto bin ich gekommen, weil meine Ex-Freundin Kanadierin ist und die Schauspielerin ist und das war natürlich ein ganz, ganz günstiger Zufall, dass ich dann darüber konnte. Und bin dann, wie gesagt, habe mir dann ein Visum geholt damals. Man konnte so Work and Travel machen bis 30. War dann anderthalb, hab's irgendwie ausgereizt und bin irgendwie ein bisschen länger geblieben, als ich eigentlich durfte. Und war dann irgendwie anderthalb Jahre in Kanada und habe dann, ja, irgendwie so viel Unterricht wie irgendwie nur gegen mir reingezogen. Und dann nebenbei ein Masterstudium geschrieben und irgendwie noch gekellnert, um Geld zu verdienen und so. Und also hatte so ein paar Jobs, war schon irgendwie ganz cool. Ich war natürlich einer der vielen Menschen in Deutschland, der dich auf der Parship-Werbung gesehen hat. Und ich habe gedacht, wenn es den in bi- oder homosexuell wirklich dort gibt, melde ich mich da an. Aber, kleiner Schock für euch alle wahrscheinlich, die Leute, die für sowas Werbung machen, sind meist Models. Ja, das stimmt. Die sind meist Models. Also ja, tatsächlich. Aber hast du dich angemeldet? Nee, du hast auch gerade gesagt, du hast eine Freundin gehabt. Also insofern wäre es völlig unsinnig gewesen. Gott, ich komme damit ins Küche hier. Du hast, um einen deiner schauspielerischen Ausflüge zu thematisieren, bei Toni Männlich Hebamme das unglaubliche Privileg gehabt, da haben dich sicherlich einige Frauen und Männer drum beneidigt. Du durftest Leo Reisinger küssen. Richtig. Der war hier auch schon zu Gast. Ganz toller Typ und du hast eine tolle Figur gespielt. Münchner Nationalspieler, Weltmeister und Starfußballer, der ein Geheimnis bei sich trug. Durch den Kuss könnt ihr es jetzt fast schon ahnen. War das ein Drehbuch, bei dem du gesagt hast, dir ist das wichtig oder das macht dir Spaß? Tatsächlich beides. Also ich hatte das gelesen und fand es total interessant. A, natürlich, weil diese Thematik nie besprochen wird, weil der deutsche Fußball irgendwie, auch wenn es irgendwie natürlich die ein oder anderen Fälle gibt, wo es klar war, dass die nicht heterosexuell sind, dass aber da so ein Deckel drauf ist und es einfach überhaupt nicht besprochen wird.
Dementsprechend fand ich das von der Message wahnsinnig wichtig, das mal irgendwie anzusprechen, das irgendwie mal vorzubringen. Und ich fand die Figur einfach wahnsinnig spannend. Ja, einen Menschen, der dann eben mit so einem riesigen Geheimnis lebt und sein Leben aber weiterführt und dieses Geheimnis dann irgendwann aber aufgeben muss, ja, um seines Glückes willen. Und natürlich, ja, weil ich Leo Reisinger küssen durfte. Ja, da hätten wir dann alle zugesagt. Es gibt eine sehr krasse Szene mit deiner Spieler-Filmfrau. Da sagt eben deine Figur, der ist doch total komisch, der kommt doch total schwul. Also deine Figur versucht so krass, das wegzuschieben und eben, oh Gott, guck bloß nicht zu mir. Und ich glaube, jeder, der bisexuell oder homosexuell ist und da auch Schwierigkeiten hat und sich nicht so sein durfte, konnte, wollte, wie er war oder sie, das kennt man. Also das war ein sehr... sehr gutes Buch, aber ich habe eh den Eindruck, dass du einen guten Pick hast mit dem, was du so wählst. Du warst in der zweiten Staffel der Charité, warst du Kinderarzt Dr. Arthur Waldhausen. Das war doch sicherlich krass, als die Anfrage kam. Oder bist du so durch dein Telefonbuch, wärst bei der Charité dabei? Ah, hi, ich wäre gerne in der zweiten Staffel dabei. Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so richtig, richtig viel gedreht. Also ich habe ein bisschen was gemacht, kam relativ frisch aus Kanada wieder. Habe mich natürlich krass gefreut, ja. Also es war schon sehr, sehr cool. Und es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also es war total herausfordernd, war auch da natürlich irgendwie Zweiter Weltkrieg, eben auch Nazi, schwieriges Thema, wahnsinnig schwieriges Thema. Vor allem irgendwie, wie geht man mit der Euthanasie um, wie steht man dazu und so weiter und das mal auf die heutige Gesellschaft zu übertragen, wie reflektiert das quasi heute? Und ja, und wir greifen ja auch in den Geburtsprozess ein. Also Gott, das wird zum Glück nicht so, wie es damals passiert ist und nicht mit solchen Experimenten, aber es gibt halt Genanalysen und wird vorher getestet, ob eben das Kind vielleicht ein gewisses Down-Syndrom hat oder nicht, und dann entscheidet man sich eben für oder gegen ein Kind. Das fand ich auch schon eine sehr, sehr spannende Thematik, eben auch wenn es natürlich in den historischen Kontext gelegt wurde, fand ich das sehr auf die heutige Gesellschaft übertragbar. Bei solchen krassen Themen, und das ist ja wirklich, wirklich krass, fällt dir das leicht, wenn deine letzte Klappe geschlagen wurde, dass du sagst, geil, jetzt bin ich in Artyom und das alles ist nie so wirklich passiert? Oder wie läuft das bei dir? Ich habe immer das Gefühl, ehrlich gesagt, dass ich falle oft nach einem Projekt in so ein kleines Loch. Ich glaube, das geht relativ vielen Kollegen und Kolleginnen so. Weil man natürlich so euphorisch ist und so viel Energie da reinsteckt und irgendwie so viel Arbeit reinsteckt, dass danach erstmal so ein kleines, was mache ich jetzt eigentlich, irgendwie zurück in den Alltag kommt. Aber klar ist man so irgendwie mit schweren Rollen einfach irgendwie auch froh, die wieder ablegen zu können. Und das geht aber nicht so schnell. Also es geht schon, es ist schon so, dass sie so ein bisschen reinsuppen ins eigene Leben und es dauert ein bisschen, bis man die wieder, bei mir zumindest, bis man die wieder komplett abgelegt hat. Und konntest du Johnny Cooper schnell ablegen? Ja, den konnte ich relativ schnell ablegen. Das war ja auch nicht, also es war emotional ja auch nicht so krass intensiv. Was? Naja, natürlich war es emotional intensiv, aber es war ja nicht so eine Thematik, wo du, wie gesagt, dass du, wo es irgendwie um Euthanasie geht, ja, oder wo es irgendwie um Auslöschung von Menschenleben geht. Das stimmt natürlich, aber Johnny Cooper war deine erste Hauptrolle, wenn ich nicht irre, oder? Das war die erste Hauptrolle, ja. Genau, Milk and Honey, damals 10-teilige Serie 2018 auf Vox. Als ich das erste Mal einen Trailer gesehen habe, habe ich gesagt, was? Moment, was? Was? Und es gab sogar eine Serie, die nahezu die gleiche Thematik hatte, aber die hat keiner mitbekommen. Ich mochte den Titel eigentlich, mir hat die Serie auch gut gefallen, aber sie ging nicht weiter, obwohl die tatsächlich auch bei den Kritikern und Kritikerinnen ganz gut ankam. Das war ja damals, ich zitiere mal, deine Figur musste nach dem Tod seines Vaters in seine brandenburgische Heimat zurück und aus finanzieller Not heraus natürlich einen Escort-Service betreiben, wie wir es alle kennen. Das macht man so in Brandenburg, habe ich gehört. Oh Gott. Wenn man nicht auf Plakaten von Dating-Börsen ist, dann macht man das. Das sind die zwei Optionen, die man so hat im Leben. Artyom, was steht als nächstes bei dir an? Ich bin tatsächlich gerade auf der Suche. Also wie du schon vorhin sagtest, ich pick schon ganz gerne raus und es ist gerade noch nicht so über den Weg gelaufen, wo ich gedacht habe, darauf hätte ich jetzt richtig Bock. Genau. Wer Artyom also in Das Boot 4 sehen will, der muss noch warten. Dafür gibt's aber Das Boot 3 bei Wow oder Sky. Und er war bei so vielen anderen tollen Sachen dabei. Also wenn ihr diesen Namen googelt, ihr werdet fündig. Und ich bin gespannt auf das, was noch kommt. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web Talk Show. Ja, vielen Dank an dich und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du sie angenommen hast. Und du hast jetzt noch eine unglaublich schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und heute, Artyom, ist der Tag. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, Lebenswege können unfassbar abwechslungsreich sein. Und das Schöne ist, wenn man am Ende seines Lebens nicht da sitzt und sagt, lief alles nach Plan. Ha,
wer will das schon? Also bitte, seid mutig, seid wild, geht raus und nehmt euch so viel von der Welt, wie ihr könnt. Es gibt viel mehr als den Landkreis, in dem man hauptsächlich wohnt. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier und jetzt die heutigen Abschlussworte von Artyom Gils. Bis dann. Nico, das hast du so wunderschön gesagt, das muss ich mal ganz kurz sagen, wirklich. Danke dafür. Und die Abschlussworte, ja? No, I'm your father.